weiß, alle sind dagegen und Cole ist sowieso immer dagegen. Aber mir ist das Risiko einfach zu groß, dass sie, dass er uns irgendwie noch schaden könnte. Oder uns im Rückenfeld. Ich traue in den tiefen Wegen niemanden mehr. Und finster. Dorian. Warum ist es hier so dunkel? Sind Zwergenruinen nicht normalerweise erleuchtet durch Lyrium, Lava oder was sonst so in den Mauern verläuft? Ah. Das kokelt mir meinen Anzug an. Das will ich nicht. Aber Varric hatte einen ziemlich guten Einwand. Warum ist das so dunkel hier? Zur Not können wir auch immer wieder zurückkehren und unseren Vorrat nochmal auffrischen. Jetzt aber erstmal klären wir die Frage, weshalb das hier so dunkel ist. Ja, hier geht's weiter. Feuer. Sie kommen. Ich kann die hinten da schon mal angreifen. Hopp. Du bist ein Spion. Klar. Stimmt, ein Meisterspion. Hi. Ja, arme Speerkämpfer. So ganz alleine. Was sieht denn eine Rüstung? Was habt ihr, Inquisitor? Warte mal, ich glaube, es liegt an der Rüstung. Was habt ihr denn, Inquisitor? Nicht heilen können. Wahrscheinlich wegen dem Blockmaximum. Das Leben. Aber wenn sie sich ausweitet, wird nicht nur Tevinter gegen sie kämpfen müssen. Ja. All dieses Lyrium. Wenn sie wollten, könnten die Kunari damit ein Vermögen verdienen. Wenn sie war. Zack. Unmöglich.
Heiliger, ey. Bitte dich. So. Ja, wir können es anschießen. Nee? Gut. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Die Höhle steht kurz vor dem Einsturz. Ja. Ist doch das Gute. Die hätten wir fast übersehen. Ben Hastra, Assassin. Die würden wir jetzt jederzeit noch erledigen können. So. Und. Eine der Plattformen. Jetzt droppen wir nur noch die Zünder. Ja. Wir brauchen nur noch die Zünder. Nichts leichter als das, ne? Oh, der Speerkämpfer. Also wirklich. Ich bin so froh, dass wir Dorian den Angriff gegeben haben, weil der Angriff, der. Der ist echt cool. So. Wenn dieser Templer die Wahrheit gesagt hat, müssten die Zünder hier drin sein. Ja? So. Okay. Komm. Frischen wir auf. Und gehen mal rein. Wir haben es fast geschafft. Wir wissen ja jetzt nicht, was folgen wird. Außer möglicherweise Hinterhalt. Ach ja. Stimmt. Blatt vergessen. Komm. Sollten die Zeit eigentlich gut genutzt haben. Hauptsache den Assassinen da schwächen. So, der Frontkämpfer, der kann jetzt auch mal hier schlafen gehen. Ziemlich schon spät, muss er wissen. Frontkämpfer rennt weg. Solche Leute will ich an der Front haben. Okay, er hat auch keine Chance gegen uns. Das war jetzt krank. Das ist sauber was.
Ja, Varric hat's nicht gut weggesteckt. Einfach mal einen Varric wieder auf die Beine, ne? Weil er weggerannt ist. Sack. Aua. Wollte gerade demonstrieren, was wir so gegen einen Sauribas ausrichten können. Und dann kommt der. Oh, da wollen wir nicht drin stehen. Und kommt's trotzdem. Naja. Da wollen wir nicht drin stehen, da wollen wir nicht drin stehen. Mann, jedes Mal. Jedes Mal wollen wir nicht drin stehen und tun es trotzdem. Oh, bitte jetzt aber. Wieder zu nah dran. Egal. Sehr schön. Ein zorniges Herz. Botschaft. Ist gesagt, wir nehmen den nochmal. Nehmen den und füllen unsere Vorräte auf und nehmen den Zünder. Jagen wir das Guardlock in die Luft. Klar. Weil wir ja sonst nichts Besseres zu tun haben. Okay, ist eigentlich egal, in welche Richtung wir hochgehen. Ah, das ist das, was wir anzünden wollten. Gut. Oh nein! Den wird es gar nicht freuen, was wir hier machen. Oh nein. Das war unsere Freunde allein. Die schaffen das. Varric! Helfen wir dem mal ein bisschen. Dann springen wir das mal. Gut. Leute, alles cool? Ich hab grad nur, ja, euer Lyrium-Vorkommen gesprengt. Also nichts Besonderes. Den hat es echt weggekickt. Naja, solche Nachrichten sind auch wichtig, ne? Wie jetzt? Nein, nicht jetzt. Jetzt ist blöd. Jetzt bringe ich auch einen Zünder an. Oh oh. Ups.
Bumm. Die werden irgendwann kommen. Kommen die jetzt? Ach, ich weiß noch nicht. Und von hinten. Dreckig. Nein. Ich musste gerade überlegen, wie ich die Konsole schließe. Ich wollte nicht cheaten. Erstmal die Konsole öffnen. Ach ja, man sollte auch nicht vergessen, auf sein Leben zu achten. Kann ich mal ja auf meine Freunde achten. Gut. Das heißt, wir können den einen Weg da einfach nehmen. Den Weg können wir doch nicht nehmen. Bullshit. Naja. Hauptsache, wir treten den Kunari in den Arsch. Und ich sag mal so, den einen mussten wir ja töten, weil er ein Kunari war. Wenn er alle verraten hat, aber trotzdem. Kannst nicht zulassen. Wäre hier. Wir müssen die anderen über diesen Drachen-Odem-Plan in Kenntnis setzen. In Ordnung. Beeilen wir uns, bevor hier alles überflutet ist. Eine gute Idee. Einen Weg aus die tiefen Wege finden, wo ja alles überflutet ist. Die Kunari, Achtung! Oh nein! Ihr könnt Varric! Ich würde eigentlich nur gerne wissen, ob wir ohne Probleme durchrennen können. Fürchtet ihr das dunkle Inquisitor? Nee. Eigentlich nicht. Jetzt sollten wir es aber. Ja, wir haben die meisten echt gut. So, die meisten nicht gut losgeworden. Weißt du, was das Spiel vorhat?
herausfinden, wohin er führt. Naja. Nach draußen hoffe ich doch. Leute, ihr schafft das schon. Ich bin stolz auf euch. Kacke. Ah, hier. Klar. Die große Treppe. Und hier seid ihr hinter mir, ne? Weil wir müssen hier ganz schnell raus, denn... Wer erzählt Kallen und Josephine, dass wir uns vermutlich im Krieg mit dem Kuhn befinden? Meldet sich jemand freiwillig? Ich erzähle es Ihnen, wenn ihr wollt. Aber Sie werden vermutlich denken, ich lüge. Ach, Sie werden mich umbringen. Das stimmt. Hauptsache nicht überschwemmt worden.